Hallo, ich bin Carsten in Mahl und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Ich bin mal wieder bei meinen Eltern losgelaufen und ich bin auch mal wieder auf dem Weg zum Feuerwachturm, wo ich ja schon zweimal mit euch war. Und zwar ist der Grund der heutigen Tour dieses Gerät hier, ist das Garmin e-trex 35 Touch. Wer regelmäßig auf meinem Kanal unterwegs ist, da wird das eine oder andere Mal schon mal an meinem Rucksack hängen sehen. Und ja, ich wollte heute mal was ausprobieren. Ja, und zwar wollte ich einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich einen Punkt auf der Karte sucht und sich von dem Gerät dahin navigieren lässt. Und zwar nutze ich das Navi ja jetzt schon noch ein bisschen länger und bis jetzt habe ich es aber in der Regel immer nur dazu genutzt, um mir Tracks auf das Navi zu laden und diese dann einfach nachzulaufen. Was ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist mal einen Punkt auf der Karte zu suchen und mich von dem Gerät navigieren zu lassen. Ja, und damit bin ich heute Morgen zu Hause schon angefangen. Also das Ziel heute wird mal wieder, da kommt gerade ein Zug. Ja, das Ziel heute wird mal wieder der Feuerwachturm sein, wo ich ja schon zweimal mit euch war. Aber es soll heute schönes Wetter geben und bei schönem Wetter, finde ich, ist der Turm immer ein lohnendes Ziel. Ja, und da muss ich sagen, da habe ich heute Morgen, weil dieser Feuerwachturm hat meines Wissens keine Adresse, beziehungsweise ich habe jetzt auch nicht nach Koordinaten gesucht, sondern habe mir den Feuerwachturm auf der Karte herausgesucht. Und da ist mir schon mal so das erste Negative aufgefallen. Und zwar auf dem Handy. Auf der Karte habe ich den Rennberg, also das ist der Berg, wo der Feuerwachturm draufsteht, relativ schnell gefunden und wollte es dann auch auf dem Navi auf der Karte genauso finden. Ich meine, ich fand es schon erstaunlich, dass das Navi auf der im Gebäude, im Haus mir sagen konnte, wo ich bin. Also der Standort, der stimmte so ziemlich. Und das war schon mal ganz gut. Aber dann auf dem kleinen Display und den Punkt zu finden, den man sucht, dann mitten im Wald, also mitten in einer
grünen Fläche auf der Karte. Das war gar nicht so einfach. Zumal das Scrollen und rein- und rauszoomen, naja, das funktioniert leider nicht ganz so gut. Ja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt den Punkt gefunden, oder ich hoffe es zumindest, weil der Feuerwachturm ist nicht in der Karte eingetragen. Aber ich weiß ja, wo der steht, also von daher. Ja, und ich habe mir auch ganz bewusst ein Ziel bei mir in der Nähe ausgesucht, wo ich mich gut auskenne. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich mich verlaufen könnte, sondern will ja auch so ein bisschen beurteilen. Und das ist der Grund, warum ich die Tour heute mache. Wie sinnvoll plant das Gerät die Route? Macht das überhaupt Sinn, für eine schöne Wanderung einfach nur zu sagen, hier leite mich mal da und dahin? Oder ist es doch besser, so wie ich das immer mache, zu Hause am Computer in Ruhe zu gucken, laufe ich daher oder daher? Ja, auf dem ersten Stück, also ich sage immer, auf dem Stück zu dem eigentlichen Wald, auf dem Zuweg, da bin ich dann jetzt dann doch schon einen Umweg gegangen, hat mich das Gerät, dann doch schon auf einen kleinen Umweg geführt. Ja, wobei ich mir vorstellen kann, was der Grund dahinter ist. Weil so, wie ich das verstehe, will das Gerät wohl ein Wanderer auch nicht an Straßen entlang führen. Wobei das jetzt bei der Straße kein Problem gewesen wäre, weil da gibt es einen vernünftigen Fußweg, der dann auch nochmal einen Meter neben der Straße läuft. Aber nun gut. Über Sinn und Unsinn kann man sich da sicherlich streiten. Ja, und hier würde mich das Navi jetzt in die Dickung schicken. Aber das mache ich jetzt nicht. Oh, ich sehe da hinten gerade zwischen den Bäumen einen Hirsch. Genau deswegen gehe ich jetzt hier nicht in die Dickung rein, weil zum einen weiß ich, dass es hier jede Menge Wild gibt und ich weiß auch, dass es hier auch jede Menge Schwarzwild gibt. Ja, ist natürlich blöd, dass man da jetzt nicht lang kann. Jetzt muss ich sehen, wo dann der nächste Weg rechts abgeht. Und hier gehen immer mal wieder so kleine Pfade wohl rechts ab, aber die sehen mir eigentlich nur nach Wildwechsel aus. Und wie gesagt, mir ist hier schon mal ein Wildschwein über den Weg gerannt in diesem Wald. Von daher halte ich mich aus der Dickung hier raus. Blöde ist nur, also ich bin ja jetzt mit Absicht falsch gelaufen und also das Navi meckert noch nicht mal, dass ich vergessen habe abzubiegen. Also wenn man sich mal verläuft oder wenn man mal eine Abbiegung übersieht, das Navi meldet sich nicht. Da muss man also schon selber aufpassen. Also auch interessant. Ich dachte gerade schon, dass das Navi keine Neuberechnung der Route macht. Aber nee, komme jetzt hier gerade an eine Abbiegung nach rechts, die ich auch schon nehmen wollte. Ich hatte auf der Karte geschaut und ja, so 100 Meter vor der Abbiegung
meldete sich dann jetzt doch das Navi und sagte hier rechts abbiegen. Und hier ist jetzt auch ein richtiger Weg, den man gehen kann. Von daher soweit dann doch okay. Wie jetzt? Nach rechts nochmal und nach links auch nochmal? Ach so, jetzt verstehe ich den Wegweiser. Da drüben ist die Malerseite, hier ist die Halterner Seite und links ist die Erkenschwicker Seite. Das heißt, wir sind hier quasi an den Stadtgrenzen. Ja, so wie es ausschaut, hat es funktioniert. Da hinten zwischen den Bäumen kann man den Feuerturm schon sehen. Ja, würde ich sagen, wenn ich da bin, mache ich erstmal ein Päuschen und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob ihr da hinten die Windräder sehen könnt. Auf jeden Fall, ja, so Kilometer dahinter, anderthalb, bin ich heute Morgen losgelaufen. Es ist zwar schönes Wetter heute, aber man merkt, dass Winter ist. Es ist doch recht viel Feuchtigkeit in der Luft. So kann man gar nicht so weit sehen. Ja, ich würde sagen, gehen wir langsam runter und dann gibt es erstmal einen Tee. Ja, nach der Teepause geht es dann jetzt weiter. Jetzt habe ich mir überlegt, denselben Weg nach Hause gehen. Ist auch langweilig. Und das Navi hat ja diese POIs, diese Points of Interest, auch gespeichert. Dementsprechend habe ich mir dann den Bahnhof in Haltern als Ziel rausgesucht. Dann fahre ich dann halt eine Station nachher mit dem Zug nach Hause. Ja, mal schauen, wo der Weg jetzt lang geht. Ich habe keine Ahnung. Ja, und richtig schönes Wetter ist heute auch noch auf meiner Testrunde. Ich muss sagen, ich war gerade in einer Ecke der Hart, in der ich vorher noch nie war, habe ich dem Navi zu verdanken. Ja, jetzt bin ich schon in Haltern, bin jetzt nicht mehr weit weg vom Bahnhof, muss nur noch durch eine Unterführung und dann bin ich gleich schon da. Ja, ich fand das Ganze mal interessant, sich einfach mal von dem Navi irgendwo hinleiten zu lassen. Habe ich, wie gesagt, vorher noch nicht ausprobiert und fand es auch interessant zu sehen, wie das Navi reagiert, wenn man eine Abbiegehinweis nicht folgt, sondern einfach weitergeht. Ja, wie gesagt, da vorne ist schon der Bahnhof. Ich sehe zu, dass ich den nächsten Zug erwische. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.